Ja, liebe Studierende, ich begrüße Sie an diesem wunderschönen Wintertag, heute Licht mit Aussicht auf der Schlossgarten zu unserem Vortrag Klassiker der Frühpädagogik. Ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass Gerd Schäfer, früher Universität Köln, heute Hochschule der Künste, zu uns kommt, um über dieses Thema zu referieren. Über Gerd Schäfer kann man eigentlich jetzt ganz, ganz viel erzählen, das tue ich aber nicht. Aber eins weiß ich auch als jemand, der auch schon einige Jahre in der Frühpädagogik mit dabei war. Er war sicherlich derjenige, der spätestens mit Mitte bis Ende der 80er Jahre, aber eigentlich bis heute hin die Bildungsdiskussion in der Frühpädagogik in einer Form aufgemischt hat, die es bis dahin noch keiner getan hat. Und ich glaube, dass viele heute es anders wäre, wenn es diese Diskussion nicht gegeben hätte. Manches vielleicht auch nicht positiv, aber das meiste sicherlich sehr, sehr positiv. Insofern freue ich mich auf diesen Vortrag ganz, ganz besonders. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß, denn wir betreten heute im Grunde genommen zum ersten Mal das Feld frühpädagogischer Konzeptionen. Denn wir haben ja begonnen mit dem Kind, sind dann übergegangen zu den Kindern, haben uns dann der Familie und der Kindheitsforschung gewidmet, um mit dem pädagogischen Handeln in der Perspektive von pädagogischer Konzeption machen wir heute im Grunde genommen den Beginn. Und dazu wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag und dir, Gerd, nochmal vielen Dank, dass du da bist. Ja, können Sie mich so gut verstehen? Auch in der letzten Reihe. Gut. Ja, ich stehe hier mit einem Thema, das für mich relativ ungewöhnlich ist. Denn ich bin kein Historiker, ich habe nie historische Forschung betrieben, aber meiner ersten akademischen Lehrer war ein Historiker, nämlich Albert Reble. Vielleicht einigen noch bekannt durch seine Geschichte der Pädagogik. Warum ich mich mit Geschichte auch beschäftige, hat also bei mir kein historisches Interesse, sondern eher ein Interesse, wo kommen unsere Gedanken her. Denn es geht eher um die Frage, was ist denn neu an unserer Diskussion und was ist sozusagen schon uralt. Und es ist erstaunlich, wie viel schon uralt ist. Und davon ein bisschen was bewusst zu machen, vielleicht auch ans Licht zu heben, das möchte ich heute gerne versuchen. Jetzt, ich bin zunächst einmal über dieses Thema, das ich mir so nicht selbst gestellt habe, sondern das mir Hilmar Hoffmann so vorgegeben hat und ich habe das einfach übernommen, ohne viel nachzudenken, muss ich sagen. Aber ich bin dann später ins Grübeln gekommen, kann man eigentlich über dieses Thema überhaupt sprechen? Kann man über Klassiker der Frühpädagogik sprechen? Denn die erste Frage ist, was ist überhaupt ein Klassiker? Ist ein Klassiker jemand, von dem viele Leute sprechen, der besonders bekannt ist, der besonders originelle Ideen gehabt hat? Ich kann das nicht definieren. Ich weiß nur, dass man über einige Personen in der Geschichte der Pädagogik als Klassiker der Frühpädagogik spricht. Aber ich möchte gleich zu bedenken geben, dass dieses "Das sind Klassiker der Frühpädagogik" natürlich immer von einem Standort aus gesagt ist. Denn der Klassiker der Frühpädagogik, den kann man nicht empirisch ergründen, meinetwegen, indem man sozusagen so und so viele Personen in der Geschichte zusammenzählt und wer am häufigsten genannt wird, der ist ein Klassiker. Nein, so geht es offensichtlich nicht. Klassiker sind offensichtlich Personen, die von Menschen, die Gedanken gehabt haben, die auch von Menschen, die heute existieren, noch sehr geschätzt werden. Ja. Und so möchte ich es dabei belassen, ohne dass ich mich darauf allzu sehr kaprizieren will. Ich will diesen Begriff des Klassikers nicht versuchen zu definieren. Das zweite Problem, was ich mit diesem Begriff verbindet, ist, kann man denn von Klassikern, auch wenn es jetzt einzelne Personen gibt, die bestimmte Gedanken in einer besonderen Weise verkörpern, kann man denn von denen sprechen,
nur als Personen, nur vor ihrem wissenschaftlichen Werk oder nur vor ihrem praktischen Werk oder vor beiden, wenn man jetzt an einige dieser Klassiker denkt. Und da meine ich gerade die sozialgeschichtliche Forschung der letzten Jahrzehnte, sagen wir mal, seit den letzten 50 Jahren hat deutlich gemacht, dass man natürlich Klassiker nicht ohne ihre Zeit, ohne ihren kulturgeschichtlichen Hintergrund und auch nicht ohne ihren gesellschaftlichen und politischen Hintergrund eigentlich sehen kann. Nun kriege ich das alles nicht in 45 oder 60 Minuten unter, sondern ich werde mich tatsächlich auf zweieinhalb Personen beschränken. Ich will aber versuchen, nicht nur über ihr persönliches Werk etwas zu sagen, sondern möchte auch versuchen, dieses Werk in Beziehung zur heutigen Diskussion zu setzen. Und zweitens möchte ich auch ein paar Anmerkungen machen über den zeitgeschichtlichen Stand, aus dem heraus Sie gedacht und gearbeitet haben. Ich beginne gleich mit so einer solchen Situation und ich nehme an, dass Sie in der Vorlesung über die Geschichte der Familie, Geschichte der Kindheit, wahrscheinlich schon einiges da gehört haben. Es wird auch nicht der Schwerpunkt sein, aber ich wollte doch ein paar Dinge klar machen. Ich werde hier über drei Personen sprechen. Die halbe Person ist Pestalozzi. Die zwei ganzen Personen sind Fröbel und Montessori. Ich habe es nicht geschafft, alle drei gleichermaßen unterzubringen, so habe ich mich sozusagen auf die noch klassischeren Klassiker, nämlich Fröbel und Montessori, beschränkt. Aber ich muss natürlich ihre Verankerung auch bei Pestalozzi ein Stück weit streifen. Und von daher möchte ich etwas dazu sagen, wie denn die Situation der Kinder und der Familien zu dieser Zeit war, als Pestalozzi und später Fröbel dann ihre Werke geschrieben haben und ihre Praxis gemacht haben, denn beide sind Personen gewesen, die sowohl praktisch tätig waren, als auch geschrieben haben. Nun, die Situation der Kinder und Familien am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. Sie ist zunächst mal gekennzeichnet durch den Übergang von einer proto-industriellen zur industriellen Arbeitsweise. Proto-industriell bezeichnet vornehmlich das, was man als Heimarbeit bezeichnen kann, also die Verlagerung oder der Ausgang der Produktion von der Heimarbeit, die noch nicht in die Industrie hinein verlagert ist. Wir haben das um diese Zeit, 18. bis 19. Jahrhundert, an einem schönen Beispiel, das eigentlich unser Thema in jeder Hinsicht ergänzen könnte, aber dem ich mich hier leider nicht widmen kann, nämlich der Spielzeugindustrie jetzt fällt mir das Gebirge nicht ein. Meißen, Dresden. Wie bitte? Im Erzgebirge. Ja, sorry. Die Spielzeugindustrie um 1800 im Erzgebirge, die eine solche Proto-Industrie war, nämlich ganz viel mit Heimarbeit und wo es um die Spielzeugherstellung ging. Spielzeuge, die Sie gerade auf den Weihnachtsmärkten wieder haben kaufen können, nämlich all diese Engelchen und Pyramiden und dergleichen. Es wäre ganz spannend, diese Situation an einem solchen Beispiel zu zeichnen. Dieser Übergang von der protoindustriellen zur industriellen Arbeitsweise geht aus eigentlich von einer mehr landwirtschaftlich und handwerksmäßig organisierten Arbeit, zumindest das, was die arbeitende Bevölkerung oder das sogenannte Proletariat betrifft. Zum Proletariat wurde es ja erst so richtig mit der Industrialisierung. Diese Handwerksbetriebe und Landwirtschaft, die waren sehr stark natürlich von Besitzverhältnissen, von Erbregelungen abhängig und so weiter.
und haben die Familiengründung nicht immer einfach gemacht, denn meistens konnte nur einer den Hof oder nur einer den Betrieb übernehmen und die anderen mussten mal gucken, was sie denn machen. Das hat durchaus Folgen gehabt, die sich dann niedergeschlagen haben, nämlich beispielsweise in unehelichen Kindern. Wie es dazu kam, darauf werde ich noch kommen. Aber auch in diesen handwerklichen und ländlichen Betrieben mussten die Kinder bereits mitarbeiten, erst recht natürlich in der protoindustriellen und später dann auch in der industriellen Arbeitsweise. Die Kinder waren mit 6 Jahren mit dabei. Sie mussten zum Unterhalt der Familien beitragen. John Locke hat übrigens gefordert, dass Kinder ab 3 Jahren bereits tätig sein sollten. Ja, Sie sehen hier ein Zitat von Cunningham. Ich habe 2 Literaturen dabei, die ich Ihnen empfehle, wenn Sie sich mit der Geschichte beschäftigen wollen. Cunningham, die Geschichte des Kindes in der Neuzeit, das geht so ab 1500, und ein sehr interessantes Werk auch von Miriam Gebhardt, die Angst vor dem kindlichen Tyrannen, das ist sozusagen die Geschichte der Familie und des Kindes im 20. Jahrhundert anhand von Elternratgebern und Elterntagebüchern. Das sind so die Quellen, auf die ich mich stütze, deswegen gebe ich sie hier an. Hier, die Protoindustrialisierung bot Kindern eine regelmäßige Arbeit, wie sie die Landwirtschaft oder das traditionelle Handwerk nicht bereitstellen konnten. Das wurde also als ein Gewinn betrachtet, dass Kinder dann regelmäßig arbeiten konnten. Mit der Industrialisierung dann begann das reguläre Arbeitsleben für Kinder dann ab 10 Jahren. Vor diesem Hintergrund, der Hintergrund ist der, dass das Familieneinkommen in diesen, ja, sagen wir mal, handwerklich tätigen Familien nicht reichte. Kinder waren in diesen Familien, wenn sie die Zahl 2 überstiegen, eine ökonomische Katastrophe. Das heißt, es gibt Zahlen darüber, dass allenfalls 1 bis 2 Kinder in einer Familie ernährt werden konnte, die von dieser Tätigkeit im Handwerk oder in der Protoindustrie da leben mussten. Was drüber ging, war ein Armutsrisiko. Sie merken Verbindungen zu heute. Es gab eine hohe Kindersterblichkeit, die nicht nur auf hygienische Maßnahmen oder fehlende hygienische Maßnahmen zurückging, sondern die viele Gründe hatte. Und es gab ein hohes Maß an Kindsaussetzung, an Kindsweggabe. Und bereits im 17., 18. Jahrhundert wurden Findelhäuser deswegen errichtet. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde für Europa so ungefähr errechnet, dass an die 100.000 Kinder jährlich ausgesetzt wurden. Und das waren deutlich mehr als in den vorübergehenden Jahrhunderten. Ja, gleichzeitig muss man sehen, dass in den bürgerlichen Schichten und in den armen Schichten das Ammenwesen wichtig war. Die bürgerlichen Schichten haben ihre Kinder den Ammen gegeben, um sozusagen von dieser Frühbetreuung frei zu sein. Sie konnten es sich leisten. Und die Ärmeren haben ihre Kinder weggegeben, weil sie arbeiten mussten. Man kann sagen, Ammen und Findelhäuser waren die Vorgänger unserer Krippen. Sie hatten genau das gleiche Problem zu lösen, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie wir das mit heutigen Begriffen sagen würden. Das war die damalige Form, den Leuten, die verdienen mussten, sozusagen die Kinder wegzunehmen. Sie wurden ihnen nicht weggenommen, sondern sie haben sie selbst weggegeben, damit sie arbeiten konnten. Es war dann so, dass die Kinder teilweise in die Findelhäuser gegeben wurden und nach 3 Jahren wieder abgeholt wurden. Und so ähnlich war es mit den Ammen. Von den Ammen wurden die Kinder nach 1, 2 oder 3 Jahren wiedergeholt, wenn sie so aus dem Gröbsten raus waren.
Es ist erstaunlich. Nun ist es allerdings in Frankreich dieses Ammenwesen auch besonders verbreitet gewesen, dass aber Mitte des 19. Jahrhunderts 95% der Neugeborenen in Paris auf diese Art und Weise fremd versorgt wurden. Die Gründe dafür waren vornehmlich die Armut. Man musste arbeiten, damit man überhaupt das Leben fristen konnte. Interessanterweise zeigt sich es daran, dass die Findelhäuser umso bevölkerter wurden, je höher die Getreidepreise stiegen. Ein Grund ist auch die Illegitimität der Kinder, die in vielen Fällen dadurch daher kam, dass Familien keine Familie oder dass ein Paar keine Familie gründen konnte, weil ihm die Existenzgrundlage gefehlt hat, aber Kinder hat es halt trotzdem gegeben. Oder wenn man das am Beispiel der Landwirtschaft, dann gab es beispielsweise Bereiche, da wurde die Landwirtschaft an den ältesten Sohn vererbt, die anderen gingen leer aus, mussten als Knechte dann beispielsweise arbeiten. Die konnten sich keine Familie leisten. Familie konnte sich nur sozusagen der Bauer leisten. Das sind manchmal Zustände eigentlich wie in bei höheren Säugetieren gewesen, wo auch nur der Leithirsch sozusagen seine Sippe für die Generativität zuständig war. Nun hat das nicht gestört, die Kinder wurden trotzdem gezeugt und geboren, aber sie waren dann meistens illegitim und konnten nicht versorgt werden und sie wurden dann vielfach ausgesetzt. Ja, und Armut führte dazu, dass die Eltern Geld verdienen mussten. Also ich sagte schon, die Findelhäuser und die Ammen waren sozusagen ein Ersatz für die Krippe. Was zu dieser Zeit für das Aufwachsen von Kindern noch wichtig war, ich streife es nur, ist der frühe Tod von Elternteilen. Wir kennen natürlich die Patchwork-Familie schon lange, nicht erst seit dem 20. Jahrhundert und nicht erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nur die Gründe für die Patchwork-Familie, die haben sich geändert, sind im Ende des 20. Jahrhunderts die Scheidungen, aber zu der damaligen Zeit waren es einfach waren die Lebenserwartungen kürzer und es passierte viel öfters, dass ein Elternteil frühzeitig gestorben ist. Und wenn das die Mutter war, was natürlich aufgrund des Kindbetts häufiger der Fall war, dann haben die Männer, einfach damit die Kinder versorgt waren, natürlich wieder geheiratet und zum Teil dann natürlich dann auch angeheiratete Kinder gehabt. Das soziale Problem, das dadurch entstand, war das, dass Kinder, die nicht versorgt waren, die also nicht im Findelhaus waren, nicht von der Familie versorgt wurden, auf den Straßen herumlungerten und die Straßen unsicher gemacht haben. Das kennen Sie bis ins späte 19. Jahrhundert hinein, dass Kinder dann gewissermaßen aus Müßiggang und aus Unversorgtheit dann Banden gebildet haben und so weiter. Und das war dann ein Anlass dafür, sich doch darum zu bemühen, sie in entsprechende Häuser zu bringen. Armenhäuser, Findelhäuser. Und die philanthropische Bewegung, die will ich hier jetzt nicht so sehr jetzt vertiefen, führte dazu, dass früher waren es die Kirchen, später waren es eben dann öffentliche Einrichtungen oder Privatpersonen, die sich sozial engagierten und für diese Kinder dann Institutionen zur Verfügung standen, die sie, die Ärmsten von den Armen, dann teilweise auch aufgenommen haben und sie einer geregelten Arbeit zugeführt haben. Das heißt, in diesen Häusern wurde ein bisschen Bildungsarbeit betrieben und ein bisschen gearbeitet. Ja, das war die Situation, auf deren Basis sozusagen Pestalozzi dann seine Arbeit in den verschiedenen Kinderheimen, die ich hier jetzt nicht weiter anführen werde, aufgebaut hat. Er hat Arme und andere Kinder, die auf der Straße herum
liefen, sozusagen in seine Einrichtungen hineingenommen, um sie einer sozialen Erziehung zuzuführen. Er ist ökonomisch meistens damit gescheitert, aber pädagogisch hat er damit viel Kluges zum Nachdenken beigebracht. Er hat diese Erfahrungen dann in einem seiner Bücher, nämlich das Buch »Wie Gertrud ihre Kinder lehrt«, 1801 formuliert. Und ich zitiere aus der Geschichte der Pädagogik von Albert Reble von 1964. Ich sage Ihnen gleich noch, warum ich diese alte Ausgabe zitiere. Aber ich zitiere: Pestalozzi will eine allgemeine Methode auf psychologischen Fundamenten bauen, unterscheidet dabei zunächst mal drei Seiten der Menschenbildung. Ausbildung des Kopfes, intellektuelle Bildung, des Herzens, sittliche Bildung und der Hand, wozu er Körperkultur, Handfertigkeit und so weiter rechnet. Sie erkennen natürlich sofort, Kopf, Herz und Hand ist ein Karlauer, der auch durch die heutige Diskussion immer noch geistert. Ich setze das Zitat fort: Die sittliche Bildung ist die wahre Mitte, der wichtigste Teil der drei Stämme. Keiner von ihnen aber darf vernachlässigt werden. Allgemeinste Prinzipien für sie alle sind das Prinzip der Selbsttätigkeit, der Grundsatz des Zusammenhangs, stetiges Fortschreiten mit kleinen Schritten und der Gesichtspunkt, dass alles Geistige aus dem sinnlich-natürlichen herauswachsen und daran angekettet werden soll. So wurzelt alle Körperkultur und Handfertigkeit in der natürlichen Bewegung der Glieder, alle sittlich-religiöse Bildung in der innigen Fürsorge und Vertrauensbeziehung Mutter-Kind, alle Weltdeutung und Erkenntnis schließlich in der Anschauung, das heißt im unmittelbaren Angesprochenseins des Kindes durch die Welt. Ich habe diesen Ausschnitt aus Pestalozzi deswegen herausgenommen, weil diese Begriffe derzeit immer noch durch die Diskussion, ich sagte geistern, meistens in einer ziemlich trivialen Form. Das Kind wird sozusagen an Kopf, Herz und Hand gebildet. Ich wollte zweitens damit deutlich machen, dass hinter diesen drei Begriffen ein ganz eigener Sinn natürlich bei Pestalozzi steht. Und gerade, dass es beim Begriff des Herzens nicht um so eine vordergründige emotionales Wohlergehen der Kinder geht, sondern dass es da um etwas geht, was wir heute als eine Art Verankerung der Pädagogik in einer Werthaltung eigentlich bezeichnen würden, aber nicht auf einer intellektuellen Ebene, sondern sowohl reflektiert als auch durch die tägliche Praxis. Das ist sehr wichtig dabei. Es ging nicht darum, jetzt besonders hohe Ideale zu reflektieren und zu fordern, sondern was Pestalozzi versucht hat, war, diese Formen tatsächlich zu konkretisieren in seinen Formen, in seinen pädagogischen Überlegungen bzw. in seinem pädagogischen Tun. Selbsttätigkeit ist natürlich heute ebenfalls noch ein Begriff. Die innige Fürsorge und Vertrauensbeziehung hat heute neue Begriffe bekommen. Es geht um Beziehung und Bindung, beispielsweise. Die Ausbildung des Kopfes geht weiter. Sie haben genügend wahrscheinlich von Konzepten der frühkindlichen Bildung gehört, der inhaltlichen Füllung. Die Bildungspläne sind voll davon. Wichtig dabei ist, dass das Prinzip der Anschauung hier bei Pestalozzi sozusagen gut begründet ist. Natürlich ist er nicht der Erste, sondern das Prinzip der Anschauung können wir bis auf Comenius zurückverfolgen. Aber er hat es hier didaktisch eingesetzt und wir können das heute sozusagen bis in die Neurobiologie und die Bedeutung der sinnlichen Erfahrung von Kindern hineinverfolgen. Aber Reble hat bereits eine Kritik an Pestalozzi anzumelden und die erstaunlicherweise auch ganz modern klingt. In mechanistischer, elementarpsychologischer Deutung glaubt er, Pestalozzi, dass volle Erkenntnis durch die Summierung von elementaren Eigenschaften sich gewinnen lässt.
Also durch die Übung einzelner Funktionen. Und er hat geglaubt, wenn man das dann miteinander addiert, dann gibt es gewissermaßen ein Stück Bildung. Sie brauchen nur in die heutigen Bildungspläne reingucken, dann haben Sie das gleiche additive Prinzip wieder. Jetzt wissen Sie auch, warum, oder ahnen Sie, warum ich replizitiert habe und dieses Zitat circa 50 Jahre alt ist. Ich will damit deutlich machen, dass das, was vor 50 Jahren sozusagen an Pestalozzi, Fröbel sozusagen entdeckbar war, heute immer noch entdeckbar ist. Und zweitens, dass die kritischen Elemente seit damals auch nicht sich wesentlich verändert haben. Es zeigt, weist darauf hin, dass unsere heutige Diskussion ziemlich ungeschichtlich eigentlich arbeitet und kaum zur Kenntnis nimmt, was historisch bereits an Gedanken gedacht, ausprobiert und zum Teil auch begraben wurde. Die derzeitige Debatte, die seit 10 Jahren etwa so losgetreten wurde, denkt weder an die 60er, 70er Jahre, die schon mal eine intensive Debatte hervorgerufen hat, noch erst recht nicht an diese alten Debatten. Diese alten Debatten werden allenfalls als Schlagworte wie Kopf, Herz und Hand und ähnlichen Menschenerziehung und so ähnliches als Zitatweise eingefügt, aber es wird sich nicht überlegt, was eigentlich dahinter stand. Ich merke, ich bin etwas zu ausschweifend. Ja. Ich lasse jetzt doch etwas weg, was ich eigentlich reinbringen wollte, nämlich die Wurzeln der öffentlichen Kleinkindererziehung, die eben vor Fröbel schon da waren und die auf die Spielen und Warteschulen zurückgehen, also solche Orte, an denen man bis zu 50, 100 Kinder in einem Raum versammelt hat und sie beschäftigt hat, um sie von der Straße wegzukriegen, um sie zu beschäftigen mit kleinen handwerklichen Dingen, ja, und zur moralischen und sittlichen Festigung. Ich gehe gleich weiter, nun zu Fröbel, dem aus meiner Sicht ersten wirklichen Theoretiker und Praktiker des Bildungsgedanken der frühen Kindheit. Ich will immer da weiterklicken, dabei habe ich das alles nicht auf meinen Folien, sondern habe das auf meinen Papieren und es ist für mich inzwischen ganz ungewohnt, weil ich meistens mit Präsentationen arbeite. Nun, ich möchte, natürlich kann ich nicht über alles Wichtige bei Fröbel sprechen und auch nicht über alles Wichtige bei Montessori, sondern will ein paar Punkte herausheben. Und einer dieser Punkte ist der Begriff der Selbsttätigkeit der Kinder, der schon bei Pestalozzi betont wurde und der für die Diskussion seither eine ungeheuer wichtige Rolle spielt, bis in die Jetztzeit hinein. Und es wird sich zeigen, dass dieser Begriff der Selbsttätigkeit in einem Widerspruch steht zu manchen Handlungen, auch dieser Leute, die die Selbsttätigkeit propagieren. Und auch das zieht sich bis in die Jetztzeit, denn das Problem der Selbsttätigkeit versus Anleitung scheint mir bis heute nicht wirklich gelöst zu sein. Aber es hat da bereits bei Pestalozzi schon seine Wurzeln und schon bei Fröbel. Und ich hoffe, ich kann Ihnen das ein klein bisschen deutlich machen. Aber zunächst einmal, was meint er mit Selbsttätigkeit? Sein Begriff der Selbsttätigkeit hat autobiografischen Charakter. Er ist nämlich als weitgehend Autodidakt und für ihn spielte sozusagen seine Selbsttätigkeit eine ganz wichtige Rolle für seinen eigenen Bildungsweg, auf den ich jetzt hier nicht weiter eingehen kann. Selbsttätigkeit bei Fröbel meint, hat dann zwei Aspekte, nämlich Selbsttätigkeit der Kinder
und Selbsttätigkeit der Erwachsenen. Das ist zunächst mal gar nicht so klar, auf wen er sich bezieht. Er will sich einerseits auf die Familie und die Familienerziehung beziehen und möchte der Familie helfen, sozusagen Kinder in seinem Sinne aufzuziehen. In diesem Zusammenhang bezieht er sich auf die Selbsttätigkeit der Eltern, sozusagen deren Selbstbildungspotenzial, um das mit einem meiner Begriffe vielleicht mal zu umschreiben. Aber er meint natürlich auch die Selbsttätigkeit der Kinder. Und diese Selbsttätigkeit hat er hauptsächlich dadurch in Gang gesetzt und umgesetzt durch das, was er Spielmaterialien nannte. Er hat nämlich einen ganzen Satz, ein ganzes kleines Universum an Spiel- und Beschäftigungsmaterial geschaffen, Beschäftigungsmittel, die als Selbstbelehrungsmittel eigentlich gedacht waren. Zunächst für die Eltern, dann aber auch für die Kinder. Es bleibt, ist nie ganz geklärt, wofür es eigentlich letztlich besser oder eher gedacht war. Dieses Material folgt zwei Aspekten, zwei didaktischen Aspekten. Der eine ist eher ein Aspekt des Spiels und des Spielens. Die Kinder sollten sich sozusagen selbsttätig mit diesen Materialien beschäftigen, nicht auseinandersetzen, sondern beschäftigen und sollten auf diese Art und Weise über dieses Material in Gesetzlichkeiten, die in dieser Welt wirken, eingeführt werden. Der zweite didaktische Zug war das Vormachen und das Nachmachen, das Zeigen und das Nachmachen. Das heißt, die Kindergärtnerin oder die Mama oder der Erwachsene macht vor, zeigt, das Kind macht nach. Es ist also, sind Formen des Anleitens. Heiland, der nun spöttisch von manchen als der Stellvertreter Fröbels auf Erden genannt wird, weil er sich sehr intensiv mit Fröbel beschäftigt hat, schreibt, Fröbels Spielkonzeption oszilliert so zwischen System und Offenheit, zwischen kindlicher Selbsttätigkeit und pflegender Zuwendung des Erwachsenen, zwischen phänomennaher und abstrakter Auffassung des Spielgegenstands, zwischen familienähnlichem Spielort mit deutlich autodidaktischen Zügen und einer unterrichtsnahen Spielsituation mit straffer Führung durch die Kindergärtnerin. Es sind hauptsächlich die theoretischen Schriften, in welchen der Gedanken der Selbsttätigkeit herausgearbeitet wird. Sie brauchen nur in eine der Bildungspläne der Länder heute reingucken, dann finden Sie genau die gleiche Spannung vorne in den Präambeln, das moderne Bild vom Kind, das selbsttätige, selbstständige Kind, das die Säuglingsforschung erzeugt hat. Im didaktischen Teil folgt dann wieder die Anlegung, eine Anleitung wie gehabt. Das ist in dem einen Land und Bildungsempfehlungen stärker, in anderen weniger stark. Am deutlichsten können Sie es am Bayerischen Bildungsplan nachlesen. Da haben Sie sozusagen das Präludium, das gewissermaßen in kindlicher Perspektive jubiliert und dann die Didaktik, die zielgenau sozusagen die Kinder den entsprechenden Kompetenzzielen zuführen. Aber selbst Pestalozzi und Fröbel sind von diesem Zwiespalt nicht frei gewesen. Und auch da ist es so, dass die Theorie hauptsächlich sozusagen der Idee des Kindes nachkommt und die Praxis dann doch die handfestere Didaktik des Nachmachens liefert. Das heißt, wir haben nicht wirklich, bis heute nicht wirklich, eine didaktische Umsetzung dieser Selbsttätigkeit, die tatsächlich dem Kind selbst zutraut, selbst tätig zu sein. Sie brauchen das nur beispielsweise nachvollziehen an der Diskussion über den
Begriff der Selbstbildung, den ich mal unvorsichtig in die Welt gesetzt habe und der dann in abenteuerlicher Weise dann missinterpretiert wurde. Das war die eine Seite, die Froebel entwickelt hat, sozusagen diese Didaktik des Spiels, die eigentlich der Selbsttätigkeit dienen sollte, aber sozusagen doch sehr ambivalent angelegt war. Der zweite Gedanke, der für Froebel sehr wichtig war, der bezieht sich auf die Einbettung des Kindes in die Beziehung von Mutter und Kind. Bei Froebel ist es Mutter und Kind. Das lässt sich bei ihm schön nachlesen, beispielsweise in den Mutter- und Koseliedern, einer Sammlung von Gedichten und Liedern, die für die Mütter sozusagen gesammelt wurden, damit sie sie ihren Kindern vorlesen und mit ihnen diese Lieder singen. Froebel hat auch einen Begriff geprägt, den wir unmittelbar mit unseren heutigen Begriffen oder wo wir unmittelbar eine Brücke schlagen könnten, nämlich den Begriff der Lebenseinigung. So schwer verständlich, aber gemeint ist dieses Verbundensein von Mutter und Kind mit dem Spiel, mit dem Material, mit dem Singen, mit dem Wort sozusagen zwischendrin. Es wäre nun interessant, auf die Theorie, die Bildungstheorie einzugehen, die Froebel geprägt hat. Ich kann das wirklich nur ganz kurz streifen, weil wenn man sozusagen den Sinngehalt dieser Theorie mit heutigen Dingen verknüpfen will, dann muss man sehr weit ausholen. Das kann ich an dieser Stelle nicht tun, von daher nur ein kurzer Hinweis. Für Froebel war es sehr wichtig, innere Ordnung und äußere Ordnung. Innere Ordnung gewinnt man durch äußere Ordnung und die äußere Ordnung ist sozusagen die Ordnung der Natur und diese Ordnung der Natur ist eine geometrische. Und diese geometrische Ordnung der Natur hat er von der Kristallographie abgeleitet, von der Lehre der Kristalle. Das war sein Bezug. Er hat dann diese Kristalle in geometrische Formen zerlegt, die er dann als Urformen sozusagen glaubte, die als Urformen gelten können. Und die hat er dann als Ordnungsformen, als mathematische Ordnungsformen der Weltordnung zugrunde gelegt. Und an diesen Ordnungsformen hat er sein didaktisches Material ausgerichtet, in der Hoffnung, dass die Kinder, wenn sie mit diesem didaktischen Material spielen, in diese Ordnung, diese geometrische Weltordnung quasi spielend hineinfinden. Und jetzt kommen wir damit auch zu den Spielgaben, denn die sind nach dieser Kristallographie, nach diesem Sphärengesetz, wie er das nennt, gebildet. Das sind nämlich die Kugel, der Würfel, der Zylinder und der Quader. Also Sie können sagen, die Urformen werden geometrisch definiert. Das ist eine durchaus klassische Weise, die bis ins 20. Jahrhundert hineingeht. Heute würden wir da noch einigen Ergänzungsbedarf haben. Und das ist der Grund für diese Spielmaterialien, die er als Spielgaben, die er Spielgaben genannt hat und in verschiedenen Kästchen dann als Spielmaterial auch zur Verfügung gestellt hat. Und das, was wir heute Froebel-Bausteine nennen, nämlich diese Bausteine, das geht so direkt auf ihn hier zurück. Ich gehe hier nicht auf diese Dinge genauer ein, dazu fehlt mir hier die Zeit. Wichtig ist, dass das Zusammensetzen und Auseinandernehmen dann zu weiteren geometrischen Formen findet, die dann wesentlich komplexer werden und er damit sozusagen die Einheit in der Vielheit und die Vielheit und die Einheit der Vielheit darstellen will, indem er sozusagen die Formen entfaltet, werden sie vielfältig und indem er sie wieder auf Grundformen zurückführt, werden sie einheitlich.
hier an diesen Beispielen kurz angedeutet. Aber er hat nicht nur dieses räumliche Material erfunden, ich zeige Ihnen nur das andere, er hat ein Flächenmaterial entwickelt und hier werden Sie sehen, dass dieses Material bis heute Vorbild für ganz viel Spiel und didaktisches Material für Kinder heute ist. Das glauben Sie nicht, dass das inzwischen mehr als 150 Jahre alt ist. Manches davon ist natürlich heute zur Billigkeit entartet, ist zum Beschäftigungsmaterial in einem negativen Sinne in den Kindertagesstätten geworden. Das bleibt nicht aus, wenn so ein Material über diese ewigen Zeiten benutzt wird und langsam der Sinn für dieses Material verloren geht. Das Falten war für Fröbel eine ganz wichtige Sache. Das Prickeln, wissen Sie, was Prickeln ist? Ja, diese Sticheln mit Nadeln, Stichelbilder zu machen. Das Falten, ja. Und dann sind wir ganz nah an Beschäftigungen. Das zieht sich wirklich über anderthalb Jahrhunderte. Ich habe von meiner Mutter, die selbst Kindergärtnerin war und in den 30er Jahren ausgebildet war, habe ich noch so ein Formenbuch als Kind gehabt, in dem diese Formen alle drin waren, zum Ausmalen, zum Nachmachen und so weiter. Ja. Also das Wesentliche war sozusagen in der Beschäftigung mit dem Material zu einer Ordnung des Geistes zu kommen und diese Ordnung war im letzten Sinne eine mathematische Ordnung. Lassen Sie mich zum Abschluss von Fröbel vielleicht einen unserer zeitgenössischen Historiker zitieren, Konrad, der ein Buch über den Kindergarten und seine Entwicklung geschrieben hat. Er schreibt über Fröbel: Tatsächlich verfügt die Fröbel-Pädagogik mit ihrem fein abgestimmten Zusammenspiel von Spielgaben, Beschäftigungsmitteln, Bewegungsspielen und Gartenarbeit, die habe ich jetzt weggelassen, unter Vermeidung jeder platten religiösen Indoktrination der Kinder, über einen modernen Ansprüchen genügende, das heißt entwicklungspsychologisch und anthropologisch fundierte Methode, die weit über das hinausgeht, was in den Kleinkinderschulen an Pädagogik üblich ist. Damit bietet sich die Fröbel-Pädagogik all denjenigen als zeitgemäße Alternative an, die neben den evangelischen und den katholischen Einrichtungen nach einem dritten, gewissermaßen säkularen Weg in der Kleinkinderziehung suchen. Ich würde das lieber in die Vergangenheit setzen, gesucht haben. Ich finde, ich würde Konrad recht geben, dass Fröbel sicher einer derjenigen war, die eine Art Entwicklungspsychologie zugrunde gelegt haben. Und von daher stimmt das, was er sagt, aber ich würde sie heute nicht mehr für ganz zeitgemäß halten. Das wäre ja auch ein Wunder, wenn man nach 150 Jahren der Entwicklungspsychologie noch zeitgemäß wäre. Ja. Ich lasse jetzt fast 100 Jahre, oder sagen wir mal nach Fröbel, das sind es dann nur noch 50 Jahre, aus und komme sozusagen zum nächsten Schritt in dieser Entwicklung, der mit Maria Montessori verknüpft ist. Warum ich die beiden Gestalten ausgewählt habe, erstens, weil es zwei Personen sind, die wirklich Ideen verkörpern und zweitens, weil beide Personen gewissermaßen das Thema der frühkindlichen Bildung für etwa ein Jahrhundert lang maßgeblich definiert und die Entwicklung bestimmt haben. Das gilt für Fröbel für das 19. Jahrhundert und das gilt für Montessori für das 20. Jahrhundert. Und auch das will ich vielleicht versuchen, durchsichtig zu machen. Der Gedanke, der Fröbel mit Montessori zunächst mal verbindet, ist sozusagen der Ansatz einer Anthropologie, auf der das pädagogische und didaktische Denken aufsetzt. Also das, was Konrad jetzt die Entwicklungspsychologie Fröbels genannt hat, könnten wir jetzt die Entwicklungspsychologie Montessoris nennen. Und der wesentliche Unterschied ist der,
dass aufgrund des Erstarkens der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert, wo das wissenschaftliche Paradigma der Naturwissenschaften auch die Sozial- und Geisteswissenschaften und in vorderster Linie auch die Psychologie erfasst hat, dass das da erstarkt ist und am Ende dieses Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, so etwas wie eine wissenschaftliche Anthropologie oder eine wissenschaftliche Psychologie in einem strengeren Sinn entstanden ist, nämlich eine, die auf naturwissenschaftlicher Basis sich gründen sollte. Und das ist der Anspruch, den Montessori formuliert hat und ein Anspruch, den sie mit Zeitgenossen teilt, einem Entwicklungspsychologen Preyer, der bereits Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts die Daten der Entwicklung von Kindern zusammengetragen hat und das dann im 20. Jahrhundert in der sogenannten Wiener Schule, Bühler, Stern und noch ein paar andere Leute, dann darin kulminierte, dass man die Tagebücher der Eltern nutzte, um Daten über die früheste Entwicklung zu sammeln und das auf einer breiten empirischen Basis gesammelt hat und von daher die ersten entwicklungspsychologischen Darstellungen. Die ersten entwicklungspsychologischen Darstellungen daraus entwickelt hat. Das ist also etwas, was Maria Montessori mit der wissenschaftlichen Entwicklung dieser Zeit verbindet. Mit den wissenschaftlichen Entwicklungen dieser Zeit verbindet sie auch, dass sie Medizinerin ist, denn mit Ende des 19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts hat gewissermaßen die Medizin eine Leitfunktion für die frühe Kindheit übernommen, zunächst einmal über die gesundheitliche Entwicklung, Säuglingssterblichkeit, Kinderheilkunde und dergleichen, aber dann im Laufe des 20. Jahrhunderts auch immer mehr als die Ratgeber für die Familie. In der Ratgeberliteratur sind es Psychologen wie Hildegard Hetzer, auch aus der Wiener Schule stammend, in den 30er bis 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Jetzt habe ich vorgegriffen. Kleinen Moment. Eine Ärztin aus den 20er, 30er Jahren, die zur gewissermaßen Päpstin der Ratgeberliteratur sowohl im Dritten Reich wie bis 15, 20 Jahre nach dem Dritten Reich, also nach Ende des Krieges, war eine Frau Hara mit 2a geschrieben, die, egal welche politischen Systeme existiert haben, ihre Säuglings- und Kleinkindratgeber sowohl in den 30er, in den 40er und in den 50er bis in die 60er Jahre hinein verkauft hat, bis sie dann abgelöst wurde durch den Amerikaner Benjamin Spock. Gut, also die Medizin hat eine Leitfunktion für die Säuglings- und Kleinkinderziehung auch übernommen, die in dieser Ratgeberliteratur dann deutlich wurde. Also auch dafür ist Maria Montessori gewissermaßen eine Schlüsselfigur. Sie hat gewissermaßen Anteil an diesen beiden Strömungen jener Zeit. Das mag genügen, um sie gewissermaßen in dieses 20. Jahrhundert einzuordnen. Am Schluss vielleicht noch eine zweite Bemerkung zum Thema Entwicklungspsychologie. Aber zunächst einmal zur Montessori selbst. Also ich werde meine Dreiviertelstunde doch deutlich überziehen. Ich hoffe, Sie halten das aus. Zunächst einmal, was sind so wichtige Begriffe? Auch bei Montessori spielt der Begriff der Selbsttätigkeit wieder eine wesentliche Rolle. Sie ist eine der Autorinnen und Propagandistinnen der Frühpädagogik, die diese Selbsttätigkeit in einer ganz bestimmten Weise sehr klar ausformuliert hat und eine Pädagogik entwickelt hat, die wenigstens zu einem Teil auf dieser Selbsttätigkeit des Kindes basiert. Diese Selbsttätigkeit des Kindes basiert
auf einem sogenannten absorbierenden Geist. Ich muss Ihnen einfach ein paar Begriffe hier nennen, die Maria Montessori geprägt hat. Die finden Sie dann in der Literatur, aber Sie sollten ja dann ungefähr wissen, was damit gemeint ist. Mit absorbierenden Geist meinte sie eigentlich etwas, was wir erst heute wieder überhaupt theoretisch einfangen. Bilde ich mir jedenfalls ein, dass sie das so gemeint hat. Dass sie nämlich damit erfassen wollte, dass Kinder in den ersten so ein, zwei, drei Lebensjahren vornehmlich durch ihr Hineinverwickeltsein in den kindlichen Alltag diese Welt in einer Art und Weise unbewusst kennenlernen und dass sie, bevor sie zu Bewusstsein kommen, eine Unmenge an solchen Erfahrungen bereits aufgesogen haben. Und zwar nicht über absichtsvolles Tun, sondern einfach dadurch, dass sie getan haben, was man eben täglich mit Kindern tut oder was die Kinder mit uns tun. Von daher der Begriff des absorbierenden Geistes, weil der gewissermaßen wie ein Schwamm diese Modelle aufsaugt, ohne sich klarzumachen, was eigentlich dahinter steckt. Es ist ein unbewusstes, implizites Lernen, würden wir das heute nennen. Ich glaube, das war letztlich das, was Montessori gemeint hat. Und das spricht auch dafür, dass mit diesem Begriff des absorbierenden Geistes noch ein anderer merkwürdiger Begriff verbunden war, die sogenannten Nebule oder Nebule. Ich nehme eher an Nebule. Nämlich nebelhafte Potentialitäten. Sie meinte, im Kind sind so quasi unstrukturierte, nebelhafte Potentialitäten angelegt. Möglichkeiten des Kindes, die noch nicht entwickelt sind, die darauf warten, entwickelt zu werden. Dahinter steht natürlich schon ein Glaube an Gesetzlichkeiten, die im Kind stecken und die dabei hervorgelockt werden können und müssen und die durch Anregung von außen strukturiert werden müssen. Und der dazu passende Begriff sind dann bei Maria Montessori die sogenannten sensiblen Phasen, nämlich Entwicklungsphasen, in denen Kinder ganz bestimmte Entwicklungsschritte machen und dafür ganz bestimmtes Material brauchen, wie sie dann später das entwickelt hat. Wichtig dabei ist, dass sie die Selbsttätigkeit der Kinder in ihren schöpferischen Sensitivitäten verankert hat. Also nicht in dem, was Kinder wissen oder können oder was wir vielleicht Vorläufer der Mathematik heute nennen würden, sondern eher in ihren schöpferischen Sensitivitäten, nämlich in ihren Wahrnehmungsmöglichkeiten, in ihren sensorischen Wahrnehmungsmöglichkeiten. Hier ging es in erster Linie in dieser allerfrühesten Kindheit um die Entwicklung des Wahrnehmens und der anderen sensorischen Fähigkeiten, weil sie der Meinung waren, ein geordneter Geist baut sozusagen auf einem geordneten Sensorium auf. Man muss sozusagen die Wahrnehmung geordnet haben, damit man ordentlich denken kann. Das ist übrigens ein Gedanke, der sich nicht nur mit Fröbel auch verbindet, sondern der auch natürlich bis in die Jetztzeit reicht. Wenn Sie in die Neurobiologie hineingucken, dann werden Sie merken, dass in diesen frühen Kindesjahren die sensorische Entwicklung eine wesentliche Rolle spielt. Und spezifisch die Prägungen des Gehirns durch diese sensorische Entwicklung die Voraussetzungen für das kognitive Entwicklung bieten. Das ist eine These, durch die moderne Neurobiologie auf neue Art und Weise gedacht wird. Unsere Klassiker sind gewissermaßen von Pestalozzi über Fröbel bis Montessori, es geht dann weiter in der Waldorfpädagogik, ebbt dann allerdings ab, lebt dann in der Retschopädagogik wieder auf. Dieser Gedanke, dass unser Denken in diesem sensorischen Wahrnehmungsvermögen, in der sinnlichen Tätigkeit des Kindes verankert ist und Erfahrungsmöglichkeiten umso differenzierter erfolgen, je differenzierter dieses Sinnesleben
ist. Maria Montessori hat von daher in diesen ersten Lebensjahren nicht so sehr auf die inhaltliche Bildung Wert gelegt, sondern es ging ihr um die Entwicklung von Werkzeugen, und zwar kulturellen Werkzeugen, mit denen man sozusagen sich in der Welt zurechtfinden kann. Also sensorische Werkzeuge, Handlungswerkzeuge, körperliche Werkzeuge und letztlich dann auch geistige Werkzeuge. Denn es geht bei ihr dann mit mathematischem Material dann auch weiter. Die sensiblen Phasen sind dann hypothetische Phasen, in denen sich solche einzelnen Entwicklungslinien sich vollziehen und in denen die Kinder dann eine spezifische Unterstützung brauchen. Vorbild für diese Phasen ist die Entwicklung des Sprechens, aber Maria Montessori nimmt auch eine solche sensible Phase für das Ordnen an und die frühe Kindheit ist für sie die sensible Phase für das Ordnen der Welt. Also, und da spielt bei ihr auch eine Rolle, dass sie die innere Ordnung und die äußere gleichsetzt. Also Äußeres zu ordnen ist gleich Inneres ordnen. Ja, ich glaube, das muss an dieser Stelle genügen. Nein, vielleicht doch noch ein Punkt. Sie hat diese sensorische Entwicklung nicht als etwas Passives bestimmt, sondern als etwas Schöpferisches. Für Maria Montessori lag in dieser sensorischen Erfahrungsentwicklung die Kreativität des Kindes. Und das ließe sich aus heutiger Sicht noch sehr weit ausdehnen. Ich wollte es hier nur erwähnt haben, ohne es jetzt ausführen zu können. Damit das Ganze funktioniert, hat auch Maria Montessori ein Material entwickelt und das vornehmlich für diese frühe Phasen ein sensorisches Material ist und das inzwischen unter dem Begriff des Montessori-Materials ja bekannt geworden ist. Sie werden dort ähnliche Prinzipien entdecken wie bei Fröbel und ich werde Ihnen jetzt ein paar Dinge zeigen, ohne sie jetzt sehr zu kommentieren. Sie merken, auch hier geht es um ein sehr mathematisch oder naturwissenschaftlich geordnetes Weltbild, Einsatzzylinder, hier Stufen. Es geht sozusagen, Differenzen zu erfahren zwischen klein und groß, zwischen rund und eckig, zwischen kleinen, passenden Körper, nicht passenden Körper, Einsatzzylinder oder hier Anfänge von mathematischen Denkformen, größer, kleiner. Und Sie merken, wie die Sachen unterteilt sind, sind gewissermaßen die Zahlen schon vorgeformt. Hier solche Legespiele, die finden Sie bis in die Spielzeugindustrie hinein inzwischen abgekupfert und vervielfältigt. Auch hier ein Teil des, oder ein für mich sehr interessanter Teil des mathematischen Materials, diese Perlenblöcke, die auflösbar sind in Zehnerstangen, in Hunderter Plateaus und dann in Tausender Würfel. Also das ganze Zehnersystem ist da drin enthalten. Bis hin zu Materialien des täglichen Lebens, also das Knöpfen, das Schuhe binden und. Auch dafür hat Montessori Material geschaffen, sozusagen. Das Knöpfen wurde nicht am eigenen Kleid geübt, sondern es wurde an einer solchen Vorlage geübt. Sie merken, dass das doch relativ künstliche Züge da entfaltet. Ja. Auch bei Maria Montessori ist es ganz wesentlich, und das macht jetzt sozusagen den Unterschied zwischen dem absorbierenden Geist der ersten drei Lebensjahre und dem, was später mithilfe dieses Materials aus. Maria Montessori geht davon aus, dass dieser absorbierende Geist sozusagen noch kulturell ungeordnet ist. Das wäre übrigens ein Gegensatz.
Satz zur heutigen Entwicklungspsychologie. Und dass dieser kulturell ungeordnete absorbierende Geist mithilfe dieses Materials jetzt so in Funktionen geordnet wird, die unseren kulturellen Auffassungen entsprechen. Nämlich dann in Farben, Formen, Mathematik und. Dass diese ganzen kulturellen Funktionen über dieses Material eingeführt werden. Wir werden gewissermaßen durch dieses Material kulturell sozialisiert. Und das macht dann den Unterschied zwischen dieser Form der Bildung durch diese Materialien und dem vorhergehenden absorbierenden Geist aus. Es wäre reizvoll, darüber aus heutiger Perspektive mal neu nachzudenken. Denn da ist nicht alles völlig, ich glaube, da steckt eine Menge Potenzial, Denkpotenzial drin, was man mit heutigen Hintergründen mal genauer durchforsten müsste. Ich denke, unsere gerade erst beginnende Diskussion um implizites und explizites Lernen könnte davon einiges lernen und vor allem auch die Überlegung, was machen wir denn mit den Kindern, frühkindliche Bildung als immer früheres Einführen in Naturwissenschaften, in Mathematik, in oder eine frühe funktional ungegliederte Bildung, die erst allmählich in kulturelle Bildung, in die verschiedenen Funktionen aufgeteilt wird. Das sind jedenfalls Gedanken, die es wert wären, neu gedacht zu werden. Ich sage es mir jetzt auf die Gestaltung der einzelnen Materialien genauer einzugehen. Wesentlich ist dabei, dass Montessori darauf Wert legt, dass in diesem Material sich die einzelnen Elemente nur durch eine signifikante Differenz unterscheiden. Also, sie dürfen sich nicht in Farbe, Form und Größe gleichzeitig unterscheiden, sondern sie müssen in Farbe und Form gleich bleiben, wenn sie sich in der Größe unterscheiden. Oder sie müssen sich in Größe und Farbe gleich bleiben, wenn sie sich in der Form unterscheiden. Also es darf nur einen signifikanten Unterschied geben, weil sie meint, Kinder würden das sonst nicht erfassen. Sie merken, wie sehr stark so eine elementenpsychologische Auffassung dahinter steht, eine Auffassung, die man aus heutiger Sicht, glaube ich, überhaupt nicht mal teilen kann. Der zweite wesentliche Gedanke ist, dass ähnlich wie bei Froebel innere Ordnung durch äußere Ordnung hergestellt wird. Und der dritte Gedanke der Selbsttätigkeit besteht darin, dass die Kinder dieses Material selbst wählen. Es gibt sozusagen einen Vorrat an Material, und Kinder wählen sich je nach sensibler Phase, in der sie sich gerade befinden und je nachdem, wie sehr sie von ihren Erziehern dabei wahrgenommen und unterstützt werden, wählen sie sich ein Material aus, das zu ihrer sensiblen Phase gerade passt. Und dann klappt es auch, dass sie sich damit beschäftigen, denn wenn sie sich dieses Material nicht so verwenden, wie Montessori sich das gedacht hat, dann kriegen sie es wieder weggenommen. Zumindest in der klassischen alten Form der Montessori-Pädagogik. Ich will nicht behaupten, dass das heute noch immer so praktiziert wird. Das ist aber, wäre die traditionelle Montessori-Pädagogik. Da wird nicht sanktioniert, sondern es wird einfach das Material weggenommen. Es ist dann noch nicht reif dafür. Aber wichtig ist dabei, dass Kinder dann, oder dieses Material ist so strukturiert, dass Kinder die wesentlichen Gesetzmäßigkeiten dieses Materials, nämlich diesen einen Unterschied, den sie dabei feststellen sollen, durch die eigene Tätigkeit erfassen können und dadurch wird ihr Geist geordnet. Also innere Ordnung durch äußere Ordnung und äußere Ordnung durch Mathematik und äußere Ordnung durch allmähliches Einüben in feine Unterschiede, in einzelne signifikante Unterschiede. Ja, ich möchte damit eigentlich Montessori beenden. Ich möchte vielleicht einen wesentlichen oder zwei wesentlichen Unterschiede zwischen Montessori und Froebel noch mal
deutlich machen. Einmal ist Montessori Arbeit mit der erfahrungswissenschaftlichen Grundlage einer sich entwickelnden, naturwissenschaftlich orientierten Psychologie, während Froebel noch mit einer geisteswissenschaftlichen Entwicklungspsychologie argumentiert, so könnte man das sagen. Zum Zweiten gibt es einen deutlichen Unterschied in der Bedeutung des Sozialen. Bei Froebel bedeutet diese intensive Mutter-Kind-Beziehung eine wesentliche Grundlage für die Bildungsarbeit. Montessoris Erzieherin ist wesentlich distanzierter. Montessoris Erzieherin ist sozusagen diejenige, die das Material präsentiert, nicht diejenige, die das Kind auf den Schoß setzt und sozial tröstet im Zweifel. Das macht sie auch, aber außerhalb. Und das hat nichts mit ihrer eigentlichen Funktion als Kindergärtnerin zu tun. Wo vielleicht auch noch ein wesentlicher Unterschied ist, die Bedeutung des Spiels. Maria Montessori findet Spiel sozusagen als nicht wichtig. Für Froebel ist es das Zentrum. Wobei man natürlich fragen muss, was hat der jeweilige Autor bzw. Autorin denn im Sinn, wenn sie sagt, Spiel ist wichtig oder Spiel ist nicht wichtig. Das wäre nochmal extra zu überlegen. Die etwaige Einbettung in übergreifende Zusammenhänge habe ich am Anfang schon gemacht. Ich könnte jetzt Montessori sozusagen durch das 20. Jahrhundert in die Entwicklungspsychologie weiterverfolgen. Ich könnte anknüpfen an die Medizin, die zum Ratgeber und zum ersten Vertreter der Pädagogik des Kindes geworden ist. Sie wurde in der Mitte des Jahrhunderts durch die Psychologie weitgehend ergänzt und teilweise abgelöst. Das geht bis heute, auch bis heute eben beansprucht die Entwicklungspsychologie sozusagen die Grundlegung der Frühpädagogik zu betreiben. Und es ist eine merkwürdige Geschichte, dass die Frühpädagogik das noch gar nicht begriffen hat, dass sie hier gewissermaßen als eigene Disziplin aufgelöst wird in dieser Funktion. Aber ab der Mitte des 20. Jahrhunderts ist diese Entwicklungspsychologie als die Vertretung des Kindes in Form eines allgemeinen Kindes ergänzt worden durch Tendenzen, die das individuelle Kind viel stärker berücksichtigt haben und nicht mehr sozusagen das entwicklungspsychologische Allgemeinkind allein zur Geltung gebracht haben. Stellvertretend dafür war die Debatte der Psychoanalyse in den 70er Jahren, die diese Individualisierung vorangetrieben hat, die dann in den späteren Entwicklungen sowohl im Situationsansatz auf der einen Seite und in der Retschopädagogik auf der anderen Seite in diesen individuellen Aspekten weitergetrieben wurden, in der Retschopädagogik deutlicher als im Situationsansatz. Und wo wir heute die Aufgabe haben, diese Individualisierung wieder zurückzuholen in eine Art von Gemeinschaft, um es an einem Stichwort deutlich zu machen, wenn Hajo Leben von individuellem Curriculum spricht, dann glaube ich, kann das nicht mehr heute die Aufgabe sein, sondern es wäre die Aufgabe eigentlich, dieses Individuum wieder in eine Gruppe einzugliedern und zu fragen, was kann dieses individuelle Kind denn innerhalb der Gruppe leisten? Und dafür ist die Retschopädagogik dann, glaube ich, das Vorbild für weitere Entwicklung, die nämlich deutlich gemacht hat, wie sozusagen die eine Subjektivität plus weitere Subjektivitäten in der Gruppe, die miteinander in Projekten arbeitet, plötzlich ein Vielfaches an Produktivität entfaltet, als es ein einzelnes Kind könnte. Es geht sozusagen um die kulturelle Synchronisierung des Einzelnen wieder. Und dafür steht in der Retschopädagogik die Projektarbeit, die ich gewissermaßen gegen die Individualisierung des individuellen Curriculums heute setze. Das sind für mich Entwicklungslinien im 20. Jahrhundert, die von Montessori ausgehen, aber die auch über Montessori dann natürlich weit hinausgehen. Denn nach Montessori gibt es keine einzelnen Personen mehr, die einem frühpädagogischen Konzept ihren Namen gegeben haben. Auch die Retschopädagogik ist nicht mehr die Pädagogik einer Person, auch wenn Malaguzzi da immer als eine zentrale Figur genannt wird. Malaguzzi hätte das sicher abgelehnt. Es würde auch nicht stimmen. Es ist wirklich eine vielstimmige Pädagogik
Und Malocuzzi war einer, der das hervorragend koordiniert hat. Ja, lassen Sie mich abschließen, und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Im 20. Jahrhundert ist die Wissenschaft zum Schlüssel einer besseren Kindheit geworden. Zunächst die Medizin. Ich habe das schon genannt. Es ist dann auch in der sonderpädagogischen Debatte, die auch sehr stark auf medizinischer und dann psychologischer Grundlage geführt wurde, die Aussonderung mental behinderter schwachsinniger Kinder, die umfassenden Ratgeber der Medizin. Abgelöst von der Psychologie, beginnend mit Binets Intelligenztest zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Entwicklungspsychologie Preyer Wiener Schule, Sigmund Freud habe ich jetzt weggelassen. Ich glaube, die Frühpädagogik hat sich von diesem Expertentum bis heute noch nicht erholt. Denn dieses Expertentum übersieht das, was ich in Anlehnung an einen Begriff von Brunner Ethnopädagogik nenne, nämlich den kaum bewussten Alltag und die institutionell verkörperten Anteile pädagogischen Handelns, die in diesem Alltag enthalten sind und die Pädagogik machen, ob ich es will oder nicht. Weil ich in diesen Institutionen auf diese Art und Weise mit den Kindern etwas tue, das ist ein starkes Phänomen der Pädagogik, das teilweise wesentlich stärker ist als all das, was wir bewusst tun. Das wird vom Expertentum übersehen. Dass frühkindliche Bildung nicht nur eine individuelle Förderung ist, also die Leistung individueller Förderung ist, wie das auch im Kompetenzansatz immer noch deutlich gemacht wird, sondern dass es einer Kultur des Lernens bedarf, die übrigens schon Pestalozzi in Lienhardt und Gertrud ansatzweise skizziert hat. Bei uns wird immer auf ein afrikanisches Sprichwort Bezug genommen, was immer das im Original lautet, sozusagen, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Das hat Pestalozzi in Lienhardt und Gertrud auf andere Weise auch schon formuliert. Aber komischerweise, wir nehmen auf Afrika Bezug und nicht auf Lienhardt und Gertrud und Pestalozzi. Es geht um eine Kultur des Lernens, nämlich um eine Abstimmung, das, was ich mit dem einzelnen Kind mache, in der Kindergruppe, in einer Institution, die darauf abgestimmt ist, in einem Träger, der das Ganze mitträgt, in einer kulturellen Gemeinschaft, in denen Kinder einen Platz haben und die nicht dieser Arbeit sozusagen widerspricht, wie das manchmal mit unserem Bildungsplan heute ist. Da wird das gefordert, aber die Politik gibt das Geld nicht dafür. Das ist nicht, für mich nicht, Kultur des Lernens. Die darf solche Widersprüche nicht enthalten. Aber das sind Weisen, die wir bereits bei Pestalozzi angesprochen finden. Das Wesentliche ist, dass wir diese Begriffe in eine Sprache der Neuzeit übersetzen. Und dann werden wir nämlich merken, dass diese Menschen, die sowohl Theoretiker waren als auch Praktiker, sehr genau hingeguckt haben und über Phänomene der Frühpädagogik uns einiges zu sagen hätten, was wir dann auch empirisch genauer untersuchen könnten. Vielen Dank. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt noch Fragen stellen, Diskussionsbeiträge bringen. Vielleicht gibt es Unklarheiten, Dinge, wo Sie nachfragen wollen. Ich weiß, das ist ein bisschen viel auf einmal. Es geht mir auch nicht darum, dass Sie das jetzt alles im Kopf behalten, sondern ich wollte eigentlich deutlich machen, dass es sich lohnt, ein bisschen in die Geschichte zu gucken. Ich habe eine Frage. Bitte. Am Anfang haben Sie gesagt, dass einerseits die Mitarbeiterkinder notwendig wäre, dass die Mitarbeiterkinder notwendig wäre für den für den Lebensunterhalt. Andererseits, dass Kinder aber auch eine ökonomische Katastrophe sind. Das ist ja eine Form von Widerspruch, der da stattfindet. Ja. Für diejenigen, die Arbeit hatten,
waren die Kinder notwendig, aber es gab sehr viele, die auch keine Arbeit hatten oder die nur als Tagelöhner beschäftigt waren oder die nur zeitweise beschäftigt waren. Und die eben, ja, wo dann die Kinder die ökonomische Katastrophe waren und deren Kinder dann eben auch auf den Straßen sozusagen herumvagabundierten. Also das kam eben darauf an, wo jemand gerade gelandet ist, aber das gilt ja für heute auch. Die Kinder sozusagen, die eingebettet sind in einigermaßen tragende soziale Verhältnisse und wirtschaftliche Verhältnisse, gut, die haben was zu tun und die anderen Kinder, ja, die werden immer mehr freigesetzt und gewissermaßen unsere Mediengesellschaft überlassen. Das ist gar nicht so unähnlich. Nur war es damals nicht die Medien, sondern die Straße. Ich greife ja sonst nicht ein, mache das aber heute ein zweites Mal nach dem letzten Mal schon, weil mich eine Bemerkung gerade noch interessiert hat. Du hast gesagt, bei Montessori wäre es sinnvoll, vielleicht auch nochmal darüber nachzudenken, sie in die Neuzeit zu transferieren, sowohl kulturell als auch vielleicht zeitlich. Meinst du damit, in 3 Wochen oder 4 Wochen ist wieder die Didakta, da wird es wieder tausendfaches Montessori-Material auch aus China geben, was das alles ignoriert, aber du meinst ja wahrscheinlich was anderes, nämlich eine Analogiebildung, dass das heute alles ganz anders aussehe. Ja, ich glaube, man hat viel zu sehr die äußeren Zeichen sozusagen immer weiter transportiert, die Materialien weiter transportiert und hat sich nicht mal überlegt, was war eigentlich damit gemeint. Ich würde sagen, Maria Montessori war sozusagen zum Beginn dieses 20. Jahrhunderts eine revolutionäre Persönlichkeit und hat eine revolutionäre Pädagogik entwickelt. Aber am Ende des 20. Jahrhunderts hat sich es eben ausrevolutioniert. Das wäre ja ein Wunder, wenn sowas 100 Jahre halten würde. Das heißt, wir müssen diese Gedanken, die dahinter stecken, und einen habe ich ja angedeutet, nämlich den zwischen diesem absorbierenden Geist und dem anderen, diese Gedanken nochmal aufgreifen und überlegen, was das heute bedeutet und wie wir das heute formulieren könnten. Diese elementaristische Didaktik, die natürlich die einfachste Didaktik ist, die feiert heute fröhliche Urstände und du hast ja auf die Didakta verwiesen, natürlich werden wir das finden. Aber ich finde die Montessori-Materialien heute nicht mehr zeitgemäß, um es mal so zu sagen. Und auch ihr Einsatz. Die Frühpädagogik hat noch lange nicht die Neuzeit wissenschaftlich erreicht, auch wenn sie sich noch so sehr wissenschaftlich gibt. Didaktisch dümpelt sie in den 50er, 60er, 70er Jahren herum und ist nicht viel weitergekommen. Und hat nicht mal die Anregungen, die jetzt dann über die 70er Jahre hinausgehen, aufgegriffen. Was wir heute haben, ist ja neuer Wein in alten Schläuchen. Ein bisschen mit noch mal ein paar neuen Begriffen aufgemotzt. Aber diese ganze Diskussion um Naturwissenschaften, um das Beispiel an einem Beispiel zu sagen, die hatten wir in den 70er Jahren auf gleiche Weise schon mal. Die Rezepte waren genau die gleichen, Sprachförderung ganz ähnlich und so weiter. Wir sind da nicht wirklich wesentlich weitergekommen. Und da finde ich diese Klassiker nochmal wirklich durchdacht. Man muss allerdings durch viel begrifflichen Schwierigkeiten gehen. Dann man muss begreifen oder versuchen zu begreifen, was sie wirklich damit gemeint haben. Und es sind wahrlich ungewohnte Begriffe, sowohl bei Froebel wie auch bei Montessori, ein paar habe ich ja angedeutet. Aber ich halte es für wichtig, ich bin kein Gegner empirischen Vorgehens, im Gegenteil, ich finde das äußerst wichtig, denn es hat keinen Sinn, dass wir einfach idealistisch weitermachen, ohne zu prüfen, was tatsächlich ankommt. Aber es hat keinen Sinn, einfach nur das empirisch zu erforschen, was wir gerade aufgrund irgendwelcher entwicklungspsychologischer Theorien erfassen können. Was augenblicklich fehlt, ist sozusagen mal eine Beschreibung des frühpädagogischen Feldes, um dort die Probleme mal zu identifizieren, die tatsächlich erforscht werden müssten. Die Probleme leiten wir aus der Entwicklungspsychologie ab, wenn es gut geht. Sie brauchen nur an die Bindungstheorien und an diese ganzen Sozialtheorien, die jetzt in der Frühpädagogik diskutiert werden. Die sind wichtig, die sind auch nicht falsch.
Aber das sind so winzig kleine Ausschnitte, die deswegen Ausschnitte bleiben, weil sie nicht sozusagen aus dem pädagogischen Alltag heraus entwickelt wurden, sondern aus einem irgendwo hergenommenen psychologischen Konzept. Und wir müssen mal klar sehen, dass die Entwicklungspsychologie andere Aufgaben hat als die Frühpädagogik. Die Entwicklungspsychologie kann sich leisten, in entsprechenden Laborexperimenten ins Detail zu gehen. Das muss sie auch tun. Und dafür ist sie da. Aber das jetzt als zur pädagogischen Vorschrift zu machen, das ist für mich aberwitzig. Weil es nämlich dieser Alltag nicht deutlich wird und dieser Alltag, und die sich diese Aufgabe stellen, den finden wir letztlich bei Montessori und bei Froebel trotz aller begrifflicher Kruderie besser beschrieben, als ich das heute finde. Wie könnte so ein Gegenbild heute aussehen? Ja gut, ich glaube, wir müssen anfangen nochmal zu beschreiben, welche Phänomene wir in diesem Bereich der Frühpädagogik sozusagen vor Ort sehen. Und zwar im konkreten Alltag. Das ist etwas, was die Phänomenologie in den 60er, 70er Jahren schon mal begonnen hat, aber sie ist abgebrochen. Und es fehlt uns an solchen Beschreibungen. Was wir jetzt in unserer Naturwerkstatt in Mülheim gemacht haben, war der Versuch, in einem solchen Feld solche pädagogischen Handlungsfiguren alltagsmäßig zu beschreiben, nicht weil wir glauben, damit hätten wir es, sondern weil ich damit sozusagen eine Basis dafür kriege, dass ich jetzt genauer nachgucken kann, wo ich genauere Hypothesen drauf aufbauen kann, und zwar pädagogische Hypothesen und nicht Hypothesen, die ich jetzt aus der Bindungsforschung oder aus der Kognitionsforschung oder aus der Lernpsychologie ableite oder gar aus der Neurobiologie. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich all diese Wissenschaften sehr schätze und dass ich mit ihnen arbeite. Aber ich bin genauso entschieden dafür, dass wir unser Feld beschreiben und das ist die wichtigste Aufgabe in der Gegenwart für mich, in der Frühpädagogik wäre, ähnlich wie Froebel oder ähnlich wie Montessori und ein paar andere, doch nochmal in die Praxis zu gehen, genauer zu beschreiben, was heißt hier Beziehung, Lebenseinigung Froebel, was heißt hier eigentlich Bindung und Beziehung im Alltagszusammenhang, nur in diesem Beispiel klar zu machen. Sie können natürlich die Bindungsforschung wunderbar übertragen und sagen, Bindung, die Formen sind nötig, sind richtige Beschreibungen. Aber was Bindung oder Beziehung, würde ich besser sagen, im Alltag tatsächlich, in welche Handlungsformen das tatsächlich umgesetzt wird, das müssen Sie erstmal in diesem Alltag sehen. Sie können nicht sagen, jetzt mache ich ein bisschen Bindung mit dem Kind. Jetzt nehme ich es im Arm, dann ist es gebunden oder ich mache Eingewöhnung, dann habe ich irgendwie dieses Bindungsprinzip. Nein, Bindung geht ja weiter. Selbst wenn Eingewöhnung ein Modell wäre, dann ist damit das Bindungsproblem noch nicht erschöpft, sondern okay, das Kind will ja die Erzieherin weiterhaben. Das Kind interessiert sich für die Erzieherin nur dann, wenn die Erzieherin noch was hinzufüttern kann, außer ihrem Bindungsverhalten. Sie muss interessant sein, sie muss eine interessante Welt bieten können. Und was heißt da jetzt Bindung? Was heißt da Beziehung aufnehmen? Was heißt da Unterstützung dieser Bildungstätigkeit durch Beziehung? Dafür haben wir jetzt ein paar empirische Parameter, aber die sind so dürftig und knapp, die sind so, wie sie sind. Und als Untersuchung ist das wieder okay. Aber darauf jetzt sozusagen ein pädagogisches Handeln aufzubauen, das führt zu kruden Verzerrungen, die ich jetzt nicht weiter diskutieren. Also für mich ist dieser Blick in die Geschichte eine Aufforderung, nochmal zu gucken, wo ist unser eigentliches Aufgabenfeld? Doch nicht in der Übertragung von Wissen aus anderen Wissenszweigen, auch nicht aus der Kinderforschung und Kindheitsforschung, die wir auch benötigen, wie ich wenigstens angedeutet habe. Wir müssen das umdenken und dafür brauchen wir auch diese Klassiker, an denen wir diesen Gedanken ein Stück weit schulen. Aber ich halte nichts davon, dass Sie jetzt einfach Montessori lesen und versuchen, das nachzuplappern. Bei Froebel hören Sie sowieso vorher auf. Ja. Dann noch lieber Pestalozzi.
Zeit ist weit vorangeschritten. Ich hoffe, dass es uns gelingt im Hauptstudium, gerade das, was du jetzt angedeutet hast, das Pädagogische im Alltag zu entdecken, zu beschreiben, dass uns das vielleicht auch noch mit vielen kleinen Projekten auch mit Ihnen als Studierenden gelingt. Ich bedanke mich jetzt nochmal ganz, ganz herzlich für die Einführung in die Klassiker, wobei man bis heute natürlich nicht weiß, so fing auch ein Buch Klassiker der Sozialpädagogik in den 90er Jahren an, dass es die eigentlich gar nicht gäbe, wie Hans Gerner geschrieben hat. Insofern nochmal herzlichen Dank. Beim nächsten Mal bin ich an der Reihe mit ganz politischen Konzeptionen und wie versprochen auch im Anschluss da noch Zeit über das Seminar selbst zu sprechen und mit Ihnen nochmal den genaueren Fahrplan abzusprechen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Heimreise, schönen Tag noch.